Boah, ey. War schon geil jetzt. Da, wo das Alien immer rumläuft. Wo jetzt hin? Egal, ich laufe hier einfach lang. Das war schon der richtige Weg. Da, wo ich an ganz Androiden war. Guckt der in meine Richtung? Nee. Nein, dann leuchten die Augen nicht. Also ich muss jetzt hier einmal ganz rum. Ja, das ist super. Gibt es hier eine Abkürzung? Okay, vielleicht gibt es eine Abkürzung. Durch den Tunnel. Oder auch nicht. Und wo kann man den Alarm ausschalten? Das nervt übertrieben. Ja. Alien jetzt. Nee, nee. Es kann gar nicht das Alien sein, weil ich bin viel zu gut für das Spiel. Es kann da nicht kommen, das Alien. Nee, da ist auch Ach, okay, hier kann man nicht langlaufen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Androiden so eine Gefahr sind. Vielleicht nur eine Habe ich auch eigentlich noch andere Waffen? Ich habe nur eine Revolver, ne? Okay, ich habe eine EMP-Mine, die sollte ich mal bauen eigentlich. Okay, hart viele Sachen braucht man dafür. So, wie wähle ich die aus? So, nur zur Sicherheit. Bitte nicht umdrehen. Hier ist keiner von denen drin, ne? Habe ich schon gesagt, dass es mich stört, dass das Ding nur sich bewegende Objekte anzeigt? Ja. Stimmt schon dreimal oder so, ne? So. Die Bildschirme sind sinnvoll. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. So, Bildschirme voller Blut. Erstmal nochmal Karte gucken. Okay, der kommt auf dich zu. Das Gerät kann sich nicht entscheiden, wo der Android ist. Okay. Was ist das? Ausweiskarte, ja. Das kann ich gebrauchen. Beleuchtung. Lautsprechersystem. Warum ist das aus? Beleuchtung. Das bringt alles nichts. Warum soll ich die Beleuchtung ausschalten? Das Alien hat doch eh keine Augen und die Androiden sind. Als ob die auch. Guck mal nochmal auf die Karte. Okay, ich bin in irgendeinem Geheimraum, aber ich muss nur gerade. Wenn ich jetzt geradeaus und dann links gehe, dann bin ich ja wieder im Hauptgang. Also geht das schon. Erstmal hier gucken. Die denken sich aber auch, ne? Du, im Hintergrund läuft der Alarm, alle Androiden suchen dich. Erstmal hier einen Computer platzieren mit ganz vielen Briefen, die man lesen muss. Briefen. Ordner fehlerhaft, gut. Nein, okay. So. Freigegeben. Was ist da oben los? Ich habe auf einen Anruf gewartet und Apollo, bitte warten, ihr Anruf wird umgeleitet. Rufnummer kennt sein. Hallo, mein Hiwi-Android verhält sich seltsam. Er hört auf keine meiner Anweisungen. Apollo, bitte warten, der Anruf wird umgeleitet. Ich brauche Hilfe, ich bin in einer Wohnung gefangen. Draußen steht ein Android und bitte warten, der Anruf wird umgeleitet. Okay. Verbinden Sie mich mit dem Büro des Marshall. Es ist ein Notfall. Hier raubt jemand meinen Laden aus. Ich bitte warten. Okay. Er ist weg. Es hat ihn getötet. Ich glaube, er ist noch immer hier. Was glaubst du, was Apollo antwortet? Irgendwas mit Hilfe kommt. Das ist genau wie in iRobot, weißt du? Ja, habe ich auch gerade dran gedacht. Wo die am Ende böse werden und sagen, ja, es ist zu ihrer eigenen Sicherheit. Die Hälfte der Dateien hier auf dem Schiff ist fehlerhaft. Kommt da gerade jemand die Treppe runter? Ich sehe nichts. Boah, also, werde ich gerade. Bewegen tut sich gerade keiner. Die Tür ist natürlich zu, das ist das. Ah, nee. Lass mal gucken, wo der hinführt. Ja, vielleicht komme ich ja damit irgendwie. Wenn der nach links führt, ist das schon mal gut. Kannst ja auf die Karte gucken.
Jo, alles klar. Schon mal gut abgekürzt. Und da hinten ist auch noch einer. Da bin ich fast am Ziel. Die Tunnel sind das Beste. So, jetzt aber. Ich fühle mich sehr sicher hier drin. Was? Okay. Nein, es steht dahinter so ein Android. Oh. Oder auch nicht. Was ist das für ein Störsignal? In den Tunnel funktioniert das nicht. Jemand hat meine Töchter. Okay, wo muss ich jetzt hin? Geradeaus, dann komme ich wieder zu so einem Tunnel. Hä? Ja, alles zu. Nein. Nein. Ionenschneider. Wann kriege ich das endlich? Das hätte ich schon tausendmal gebrauchen können, einfach. Willst du mal? Nee, mach ruhig weiter. Locker flockig. Ich kann das so gut, ne? Ja. Okay, hier ist eine Tür. Guck mal von beiden Seiten. Hörst du das? In dem Lüftungsschacht? Okay, jetzt vorbei. Es sind zwei. Er guckt schon wo hier hin. Meinst du, er sieht mich? Der guckt so behindert, aber. Okay. Tja, da kommt wohl jemand zu dir. Okay, ich würde sagen, ich gehe hier mal besser rein. Ich kann ja gucken, was sie machen. Das Gerät funktioniert ja sehr gut hier drin. Boah, Junge. Und die Leute, die sich das Video angucken, denken jetzt, boah, warum läuft der nicht einfach? Aber du musst das selber spielen irgendwie. Okay, dann spiele ich. Ich wollte das Gefühl einfach mal weitergeben, das ist so gut. Nein, wie du wirfst das, das war so teuer, dieses EMP-Ding. So viele Sachen hat das gekostet. Ich spiele das nicht mehr. Das ist jetzt schon zu hart für mich. Weißt du, was ich mache? Das ist mein Spielstil. Okay, es hat leider gut geklappt. Mache ich das immer. Aber wenn du wärst wie ich, dann hättest du jetzt auch Angst. YOLO. Ja, YOLO. Ich glaube, das muss ich öfter befolgen, das Motto. Hoffentlich kommt jetzt eine Cutscene. Ich habe keinen Bock, noch weiter verfolgt zu werden. So eine Cutscene, die Truppe trifft ein, bringt das Alien um und wir haben gewonnen. Hoffen wir mal, so Marineeinheit wie in Alien 2. Nicht spoilern, hab ich noch nicht gesehen, den Film. Na, no, das ist ganz am Anfang. Okay. Oder das war Alien 3 oder so, keine Ahnung. Und Alien 4 ist auch nochmal voll verwirrt. Ich hab das Gefühl, da ist alles verwirrt. Alles. Alles. Boah, ey, noch ein Schluck. Oh, nicht ein Schluck. Einfach noch die ganze Dose Energy Drink voll. Keinen einzigen Schluck getrunken, theoretisch. Theoretisch. Okay, so 5 Stück oder so. Also ich sag so ungefähr in der Mitte von dem Raum passiert was. Ah! Rat mal, wer hier war. Unser Freund und Helfer. Nein. Nein. Nein! Fuck! Der ist doch über dir. Da ist doch das Loch über dir. Nein, der ist in der Etage über uns. Kacke! Nein! Ich bin so froh, dass ich das gegeben habe. Wie ändere ich den Fokus? Mit L, einem des Trigger.
Okay, das. Okay. Nee, irgendwie habe ich schon keinen Bock mehr. Es ist sehr schnell auf jeden Fall. Boah, ey, ich hab so Schiss vor dem Ding. Hä? Das Ding ist übelst schnell. Wenn du es nicht anguckst, dann ist es noch schneller als wenn du es anguckst. Und wenn du es anguckst, dann kannst du schon ziemlich schnell rennen. Wo musst du hin? Musst du nicht geradeaus einfach nur? Da wo ich vorhin auch war. Mach doch YOLO und renn! Ach, da oben hin musst du? Okay, mein Kopf vibriert schon wieder. Okay, gleich ist vorbei, Martin. Junge, ich stell die Dose lieber weg. Bevor ich sterbe. Okay, macht keinen Sinn. Kommt jetzt locker die Treppe hoch. Ey, dann raste ich. Und tschüss. Ah! Mein. Du musst da doch gar nicht nach oben. Nehmen Sie den Transit, du bist da runter. Nee, oder? Ich dachte, du hast das richtig gelesen und ich hätte falsch, aber du musst doch durch die Tür da unten. Nein, jetzt muss ich wieder zurück. Nein. Das wird wahrscheinlich auf Dauer langweilig, aber ich kann es nur wiederholen. Das ist so hart, wenn man das selber spielt einfach. Vor allem, weil das Alien schon im Film abartig war und jetzt siehst du es einfach direkt vor dir. Nein. Ich würde einfach rennen. Mach einfach YOLO, oder? Ich weiß nicht. Aber ist bestimmt auch eine schlechte Idee. Voll gut mit dem Bewegungsmelder jetzt. Was? Ach mein Gott! Boah, was? Was will der denn? Hat er mich jetzt umgebracht? Ach, du hättest X tippeln müssen, glaube ich. Habe ich. Der wurde auch nirgendwo angezeigt. Aktuell. Mein Gott, boah, ich dachte, das Alien springt von dir. Diese Viecher sind noch viel behinderter als das Alien. Dass sie da einfach auf dem Boden lagen. Lag der da jetzt auf dem Boden? Ich hab den gesehen, aber ich dachte, das ist nur einmal passiert, so quasi als Tutorial oder als einmaliges Event. Ja, oder dass man den nicht abwehren kann. Man sollte sich merken, auf dem Boden liegende Androiden sollte man zuerst töten. Ist genauso wie in Alien 1, wo der Android nochmal wiederbelebt wird irgendwie. Obwohl der Kopf abgehakt ist. Nicht normal. Kopf braucht man nicht. Okay, ich habe ein bisschen gespoilert, aber zum Glück weiß niemand, was es mit dem Androiden auf sich hat. Er will nämlich die Menschheit vernichten. Oh, scheiße. Die ganze Menschheit. Wer schafft das mit seiner Androidenarmee im vierten Teil? Boah, ey. Beim Zugucken reicht mir das schon. Crazy. Aber ich würde das diesmal links rumlaufen. Was? Links rum? Ja, rechts rum war doch der Android und ich will links rum von der Mitte laufen. Schau mal. Vor allem, wenn der dich angreift, dann hört das Alien das bestimmt auch. So klug ist das mit Sicherheit. Hoffentlich stört das dann den Androiden. Oder ich tue einfach so, als wäre Android. Wo sind wir denn jetzt? Was? Ach nein. Das ist nicht euer Ernst, oder? Viel Spaß. Hä? Wo genau sind wir? Flüchten Sie zurück durch Sixen. Du musst da runter. Ey, nee, das mit dem Speicher, das manchmal echt behindert. Ja, du musst da runter und dann nochmal diesen U-förmigen Gang entlang. Ich hab gedacht, der hätte gespeichert, als wir in dem. Ja, hab ich auch gedacht. Waren. Ja, ach, geil. Okay, das hat nicht so geklappt. Was? Wie ich erwartet hab. Der bringt dich. Hä, ich dachte, man kann sich wehren. Nee, haben die abgeschafft. Soll ich wieder oder willst du noch? Willst du deinen. Ich renne jetzt durch. Okay, das ist die Überlebenstaktik überhaupt. Einfach durchrennen. Okay, Jonas hat ein Bild geschickt. Alien läuft gerade bei Kabel 1. Was? Alien läuft gerade bei Kabel 1. Wirklich? Ja.
Was für ein Zufall. Also Leute, wenn ihr das Video noch heute guckt... Was sehr dann, wahrscheinlich ist, weil das der 8. Teil ist oder so. Dann ist Alien vor 7 Tagen im Fernsehen gelaufen. So. Oh. Mach ein bisschen noch so ein EMP, so für den Notfall. Okay, oder warte einfach, bis der abhaut. Ja. Das wollen wir. Okay, der ist behindert. Mein Gott, es geht die Musik los. Nein. Ha, ausgetrickst. Hart ausgetrickst. Da vorne kommt noch einer um die Ecke. Oder auch nicht? Nein. Zu spät geworfen einfach. Ey, hier spiel du. Ach, jetzt darf ich. Jetzt darf der Feigling wieder spielen. Yeah. Vorigen, ja, ich möchte bitte. Das Laden dauert manchmal echt lange. Also vorhin, eine Minute Ladezeit. Wir schneiden das Video natürlich so, als hätte es ausgesehen, dass wir keinmal gestorben sind. Ja, ne? Ich muss Promotion für das Spiel machen. Das Spiel lädt eigentlich gar nicht. Das ist alles nur eingefügte Ladezeit, damit die Leute denken, das ist so umfangreich, das Spiel. So, erstmal EMP-Mine machen. So, das ging schnell. Ich würde sagen, ich mache am besten noch eine. Nein, geht nicht. So. Ich sehe es schon kommen, am Ende haben wir das Spiel durchgespielt und irgendwie... Nur mal gestorben. Am Ende kannst du da nicht hinten hoch. Weiß doch, ich doch. Da ist eine Treppe. Aber am Ende haben wir das Spiel durchgespielt und nur... Ach nö. Nee, sollte ich auch nicht. Ja, ich komme mit dir mit. Sobald du kacken gehst. Weißt du, was auch unbefugt sicher ist? Deine Mutter. Ist so. So, rein da. Mein Gott, ich hab so einen Schiss, wenn ich mich umdrehe und ich weiß nicht, dass sie weit weg sind. So. Meine Taktik vorhin hat so gut funktioniert, ich mache einfach dasselbe nochmal. So. Genau. Und ab jetzt bist du durchgelaufen. Okay. Alles klar. Ja. Das ist ein Wallhack-Tool, das habe ich gerade gebastelt. Ist das nicht gestört? Ich glaube, der Typ sieht dich. Ich trau mich nicht, ey. Du hast das stimmt wohl, du hast weniger Angst. Bei Apollo in Kenntnis gesetzt. Ja, Apollo ist sowieso scheiße. Stimmt, wenn du losläufst, wenn du losrennst, dann hast du mit Sicherheit weniger Schiss, weil dich sowieso alle bemerken, aber du musst erstmal den Mut aufbringen, loszulaufen. Das kann ich nicht. Einfach YOLO, Way of Life. Guck mal, der sieht dich. Warte, ich mach einfach so einen Geräuschmacher. Oder? Rauchgranate, EMP-Mine. Macht das Sinn? Stimmt. Der ist jetzt bestimmt direkt hinter dir. Nein. Überall einfach Lichter. Weißt du was? Fick dich. Martin! Fast! Da war beim Bewegungsmelder, war da nicht direkt einer hinter den Rohren? Eigentlich schon, ja. Ey. Aus, mein Gott. Weißt du, was nicht toleriert werden kann? Deine Mutter. Und was ist das dafür? Ja, erzähl mal ein bisschen. Okay, da ist keiner. Locker sieht man so viel mehr. Kann einfach, Martin.
Mein Gott. Warum nehme ich nicht einfach so einen Geräuschmacher? Werf den dahin. Locker ist er irgendwo hingeflogen. Der eine nimmt die Abkürzung durch deinen Weg. Hä? Okay. Fast gestorben. YOLO. Sowieso. Alles. Kacken. Sie können sich. Ja. Jetzt kommt die Musik. Genau. Ich bin schon weg. Tschüss. Erstmal noch treffen. Okay, das war jetzt der leichte Teil. Aber dieser Untertitel, der da immer. Jetzt habe ich einen Geräuschmacher verschwendet. Das ist eigentlich das Einzige, was man gegen das Alien verwenden kann, glaube ich. Meinst du? Ja, und den Flammenwerfer. Wenn man später einen Flammenwerfer hat, dann kann man damit auch das Alien irgendwie so anbrennen quasi nur. Aber es haut dann nur ab. Also du kannst es irgendwie nicht umbringen. Unbesiegbares Viech. Das Spiel wird so super, vor allem wenn ich das irgendwann alleine spielen darf. Darf. Ich freue mich schon. Dieses Privileg einfach. Du sitzt da so, als ob das Spiel super Spaß macht. Ich sitze da so, als würde ich hier sitzen. Ach, jetzt bin ich jetzt schon direkt da beim Alien? Ja. Ey, nein, ich will das nicht. Es kommt aus irgendwelchen Schächten raus und dann bin ich am Arsch. Nee. Will ich nicht. Nein.